Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Die Maschine der Pyrrha. Ne, Quatsch. Enderal. Wir sind letztes Mal bei der Maschine stehen geblieben. Haben schon die Einzelteile eingesammelt und ich glaube, eins müsste ich ihr noch zeigen, damit wir jetzt weiterkommen. Hast du schon was gefunden? Ja, das hier. Könnten sie, stimmt. Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Ich glaube, den Rest muss der Orden dann selbst bergen. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Wie immer. So, und weil ich mich fürs letzte Mal für die Dunkelheit nochmal entschuldigen möchte, mache ich jetzt meine Fackel an, damit es nicht ganz so finster ist. Weil das war echt schon heftig dunkel. So, wo ist Lishari? Ach, da ist er ja. Das ging ja schnell. Und? Arantial hatte recht, da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine, wofür auch immer sie gut sein soll. Sie ist allerdings zerfallen. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt. Arantial wird Ups. morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leon schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen. Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Was das angeht, wir haben dort unten auch Pergamente gefunden. Ihr könnt doch Pyrräisch lesen, richtig? Kann ich. Zeig mal her. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Die echte muss sich wohl irgendwo anders befinden. Und hier steht auch ein Name. Die Pyrrha nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophetin. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun. Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Ich sehe mich noch ein wenig um. Nö, wir gehen. Gut. So, der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren, und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. Okay, aber vorher mache ich die Fackel aus. Emporium. Du hängst da irgendwo. Alles, was ich sage, ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem roten Wahnsinn beizukommen. Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der derzeitigen Situation beruhigen wird. Setz mich einfach mal hin. Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Scherim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyrrhäische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Arantheal. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyrrhäischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. Na, wenn das mal nicht unser Wunderkind ist. Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Prophetin. Hier, das wird euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Was Level? Echt jetzt? Na gut. Mit dem Leuchtfeuer und dem Siegelstein haben wir nun sowohl eine Waffe als auch eine Verteidigung gegen die Hohen. Und damit eine Perspektive. Das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Ich habe eine Konferenz mit den Wichtigsten von uns einberufen. Sie findet in einem Tag statt. Kommt dann wieder und nutzt die Zeit bis dahin, um euch von der Suche zu erholen. Gut. Ein Tag. So, dann wollen wir doch mal sehen. Was machen wir jetzt in der Zeit? Warte bis die Besprechung. Okay.
Machen wir jetzt die ganze Zeit, das ist ja auch blöd. Naja. Ach nee, der labert mich bloß wieder sinnlos voll. Was ist das hier eigentlich? Ah, okay. Schimmer am Horizont. Hä? Ah. Okay. Dann schnattern wir mit ihr. Schreite wohl. Kann ich dir helfen? Wenn du dich nicht an deine Eltern erinnern kannst, woher kommt dein Name? Vertiefen. Was hattest du derzeit geschehen? Naja, wie ich dir schon erzählt habe, ich war nie sonderlich beliebt bei den anderen Novizen. Die Zeit in der Scuola war sehr fordernd. Nur ab und an gaben uns die Magister einen freien Tag zur Besinnung, wie es immer hieß. Die anderen sind an diesen Tagen meistens in die Tavernen verschwunden und haben gezecht. Ich bin dem meistens ferngeblieben. Das hat sich bis heute nicht geändert. Okay. Ich habe mir nie viel Gedanken darüber gemacht. Im Tempel lebt man sehr abgeschottet und ich bezweifle, dass es viele Männer oder Frauen gibt, die meine Art zu leben sonderlich ansprechend finden. Aber lassen wir das lieber. Brauchst du nicht auch einmal Ruhe, Entspannung? Doch, aber wenn ich sie brauche, dann tue ich das lieber bei einem Spaziergang im Sanktum oder in der Badehalle. Welches Geheimnis auch immer dahinter steckt, laute Badenmusik, Gegröle und Alkohol entspannt zu finden, ich habe es nie für mich entdeckt. Was, warum eigentlich Kirage ist das nicht? Was, kyranisch? Ja, das ist es. Meister Tyras, mein Ziehvater, war halb kyranisch. Manche Wörter sind hängen geblieben. Okay. Was hat es eigentlich mit der Tätowierung auf sich? Tätowierung? Ah, natürlich, du meinst das Mal. Ich habe das schon seit ich denken kann. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, woher oder warum. Ließ es sich nicht entfernen? Könnte das Mal irgendwie, ich weiß nicht, magisch sein? Nein, das ist es nicht. Es ist einfach nur da. Das ist alles. Sie ist ziemlich abweisend. Nicht ohne eine üble Narbe zu hinterlassen. Zumindest laut den Apothekarii. Und überhaupt, ich weiß nicht, ob ich es entfernen wollen würde, wenn ich könnte. Es erinnert mich an etwas. Naja, Male. Wie diese entstehen nicht einfach so. Jemand muss es in die Haut gestochen haben. Das hat Tyras auch gesagt, ja. Aber falls es irgendeine Bedeutung hat, dann keine Bekannte. Ich habe nichts herausfinden können. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Aber danke. Was war's jetzt wohl? Ah, okay.
Das trifft sich gut. Ich denke, ich bin dir ohnehin noch eine Erklärung schuldig. Oh ja. Wegen der letzten Mission, nehme ich an. Ja, aber reden wir woanders. Komm. So, entschuldige die Geheimniskrämerei. Ich wollte nicht, dass jemand mithört. Keine Ursache, worum geht es? Als ich den Anführer der Banditen neutralisiert habe, dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich nicht ganz ich selbst war. Ein bisschen. Das war eine befremdliche Vorstellung, ja. Ja, das stimmt, du wirkst es aufgebracht. Aufgebracht ist total untertrieben, aber na gut. Was genau meinst du? Oh, befremdlich. Ein gutes Wort. Lass es uns einfach kurz machen. Es gibt etwas über mich, von dem du nichts weißt. Von dem niemand etwas weiß, um genau zu sein. Erinnerst du dich noch an das, was ich dir im Kurarium erzählt habe, über das zerstörte Dorf? Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Inwiefern weißt du, was tatsächlich in diesem Dorf passiert ist? Nein, weder das noch wer ich wirklich bin. Das war keine Lüge. Aber ich erinnere mich an etwas, bevor ich dort aufgewacht bin. Eine Art Erinnerungsfetzen. Ein Gefühl, gekoppelt mit einem Bild. Ein Gefühl? Was genau soll ich mir darunter vorstellen? Das ist schwer zu beschreiben, weil es nur ein Augenblick war, aber ich habe mich gesehen, wie ich in dem Dorf war, aber ich flog wie ein Vogel, ich weiß nicht. Unter mir sah ich das ganze Chaos, die Toten, das Feuer, die zerstörten Häuser und mir war irgendwie heiß, aber von innen, als würde mein Blut kochen. Ach, das klingt verrückt, oder? Naja, bei dem, was ich gesehen habe, nicht wirklich. Und das war was? Eine Erinnerung? Ich verstehe nicht ganz. Was ist dann passiert? Nichts. Ich bin aufgewacht und dann ging es so weiter, wie ich es dir schon erzählt habe. Aber das ist es gar nicht, worauf ich hinaus will. In dieser Erinnerung habe ich Genugtuung empfunden. Lust. Ich habe genossen, was ich gesehen habe. Die zerfetzten Körper, die Zerstörung, das ganze Blut. Es war der erhebendste Anblick der Welt. Ich bin etwas verwirrt. Worauf willst du hinaus? Und was hat das mit Alt-Web zu tun? Tja, das wusste ich selbst lange Zeit nicht. Aber mit der Zeit habe ich begonnen, es zu verstehen. Es gibt da etwas in mir, Saira. Eine Art zweite Seele. Für gewöhnlich schläft sie, aber es gibt Situationen, die sie wecken. Und das sind meistens irgendwelche grausamen Anblicke. Wunden, Tod, so etwas wie in dem Dorf. Und wenn das passiert, dann versucht es irgendwie von, wie soll ich sagen, von mir Besitz zu ergreifen. Ganz ist ihm das noch nie gelungen. Zumindest nicht, dass ich mich bewusst erinnern kann. Aber das in Altotulgrad, das ist, was passiert, wenn ich zu schwach bin. Ich werde zu diesem Etwas, wenn man das so nennen kann. In anderen Worten, du hast eine Art Dämon in dir. Das ist viel auf einmal. Und diese Magie, diese Kraft, die du plötzlich hattest, ich schätze, das ist auch Teil des Wesens, dieses Wesens? Ja, das ist sie. Diese Kraft ist immens, Saira. Das spüre ich jedes Mal, wenn es auch nur versucht, mich zu übernehmen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich mich ihm voll und ganz hingebe. Wenn dir der Name passend erscheint, dann nenn es so. Aber wir wissen beide, dass Dämonen, wie sie in den Sagen existieren, und irgendwelche Verlorenen, die den Verstand von Lebenden übernehmen, nur Unsinn ist, um das Bauernvolk ängstlich zu halten. Wenn es dir hilft zu verstehen, dann stell es dir vor wie eine Art Versuchung. Eine, die nur darauf wartet, dass ich für einen einzigen Augenblick zu wenig Willenskraft aufbringe, um es in Schach zu halten. Okay. Ich weiß. Hör zu, das in Altotulgrad hätte nicht passieren dürfen.
Aber dieser eine kleine Moment, in dem er auf mich zugestürmt ist, dieser lauernde, blutrünstige Blick, das war einfach zu viel. Ich habe mich fallen lassen und Sahira, für diese wenigen Sekunden habe ich, nein, hat es sich so vollkommen angefühlt. Ich war naiv zu glauben, so weit würde es nie wieder kommen. Naiv und arrogant. All die Meditationen, all die Selbstbeherrschung, ich dachte einfach, ich wäre sicher. Das ist auch der Grund, dass ich so hart trainiere, verstehst du? Dieses Etwas, es liegt ständig auf der Lauer, wenn ich spreche, wenn ich esse, wenn ich schlafe. Und nur wenn ich vollkommene Kontrolle über meinen Geist und meinen Körper erlange, kann ich erreichen, dass ich es beherrsche. Okay, könntest du also wirklich für das Massaker in diesem Dorf verantwortlich sein, dieses Etwas in dir? Das kann ich nicht sagen. Glaub mir, diese Frage habe ich mir oft gestellt, Sahira. Sehr oft. Und vielleicht haben Dunvar und die anderen Novizen recht gehabt. Vielleicht bin ich tatsächlich eine Mörderin. Irgendeine magische Perversion. Ich werde es nie erfahren. Der Orden wird es bestimmt nicht wissen. Was passiert, wenn dich dieses Wesen vollständig übernimmt? Gibt es denn nichts, das du tun kannst, um dieses Etwas loszuwerden? Nichts, von dem ich wüsste. Wen sollte ich denn auch fragen? Die Apothekari? Entweder sie würden mich verspotten oder sie würden es ernst nehmen und dem Orden melden. Beide Eventualitäten helfen mir nicht weiter. Ja, das stimmt. Aber wenn Gewalt dieses Wesen hervorruft, wieso bist du beim Orden? Beim militärischen Flügel? Was wäre die Alternative? Mich hinter Folianten zu verstecken oder Badewasser für die Oberstädter Edelfrauen aufzugießen? Sahira, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wesen in mir wirklich für das Massaker in dem Dorf verantwortlich ist. Und wenn, dann trage ich damit eine Teilschuld, für die ich Abbitte leisten muss, ob ich es nun will oder nicht. Und selbst wenn nicht, ich will etwas ändern, die Welt zumindest ein kleines Stück besser machen. Und ja, natürlich ist mir klar, dass das besonders für mich Entbehrungen und hartes Training bedeutet. Aber das bin ich gerne bereit in Kauf zu nehmen. Und weißt du auch warum? Weil es genau das ist, was der Welt fehlt. Menschen, die bereit sind, für ihre Ideale wirklich etwas zu opfern. So viele Leute reden und reden und tun nichts, weil das ja dann bedeuten würde, tatsächlich auch mal Leid in Kauf nehmen zu müssen. Sie wird ganz schön aufbrausend. Du bist wirklich entschlossen. Entschlossenheit allein hilft noch niemandem. Sprechen wir uns in ein paar Jahren wieder. Dann sehen wir, ob aus meinen guten Vorsätzen auch Ergebnisse geworden sind. Ich wollte dir damit eigentlich nur sagen, dass ich dich interessant finde. Daran habe ich kaum Zweifel. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Zeit für mich. Danke, dass du mir zugehört hast und danke für dein Verständnis. Na, sicher doch. 100-mal den 70. Vers abschreiben. Die Welt kann untergehen, aber Magister ändern sich nie. Was geht denn hier ab? Licht an, Licht aus. Beziehungsweise Licht aus, ja, Licht an. Klappen. Okay, komischer Glitch. Was ist denn bitte hier passiert? Das macht doch keinen Sinn. Ist hier was explodiert? Ist es wichtig? Oder war das... Jero? So, wir müssen immer noch einen Tag rumkriegen. Verzeihung, falls man das jetzt gehört hat. Und ich würde sagen, das mit dem Tag rumkriegen machen wir aber in der nächsten Folge. Und ich sage an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst ein paar Däumchen, ein bisschen Feedback da. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.